Sieh dir das an, Joko. Hier gibt es wunderschöne Fische. Alle. Hallo, liebe Freunde! Hallo, Louis! Hallo, Joko! Louis und ich gehen heute tauchen! Joko, Joko! Hier sind schon wieder zwei rot-gelbe Fische. Direkt vor mir. Und, hast du sie gesehen, Joko? Oh, ich glaube, das wird nichts. Ach klar, du musst nur ein bisschen Geduld haben. Einfach nicht. Jedes Mal läuft mir die Taucherbrille voll Wasser. Ich werde niemals die schönen Fischlein sehen können. Ich hab da eine Idee. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ihr würdet doch die Fischlein auch gerne sehen, oder? Oh ja, Joko! Hinter dir, Joko! Oh, oh nein. Joko, komm her, komm! Damit du die Fische unter Wasser sehen kannst, werde ich dir jetzt ein Tauchboot malen. Yippie! Ein Tauchboot? Tauchbar? Tauchboot was? Na, ein Tauchboot. Sowas wie ein U-Boot. Verstehst du? Na, Freunde, hättet ihr Lust, mit uns ein U-Boot zu malen? Ja! Okay, dann fangen wir an. Wenn ihr ein U-Boot malen wollt, beginnt ihr mit dem Schiffskörper. Dafür malt ihr ein großes Oval. Da sitzen wir später drin und beobachten die Fische. Aber Louis, wenn wir die Fische sehen wollen, brauchen wir ein Fenster. Du hast recht. Aber bei U-Booten nennt man die Fenster Bullaugen. Dafür male ich zwei Kreise. Erst einen großen und dann noch einen kleineren. Ich bin dran, ich bin dran. Ich male das zweite Bullauge. Sehr gut. Als nächstes male ich die Einstiegsluke. Was meinst du damit? Ganz einfach. Um in das U-Boot ein- und auszusteigen, brauchen wir eine Einstiegsluke. Dafür male ich diesen Halbkreis. So, fertig. Als nächstes malen wir an den Schiffskörper das Steuerruder. Das was? Das Steuerruder. Das Steuerruder brauchen wir, um das U-Boot zu lenken. Dafür male ich ein kleines Rechteck. Jetzt fehlt nur noch der Propeller, der das Boot antreibt. Hinten am Schiffskörper male ich einen kleinen Kreis und rechts und links davon zwei Ovale. Ich weiß, wofür der ist. Der dreht sich total schnell. Und damit werden Boote, Flugzeuge und Hubschrauber angetrieben. So ist es, Joko. Du weißt ganz schön viel. Tja, ich bin ein schlauer Käfer. Jetzt müssen wir es nur noch... ausmalen. Schön glatt. Oh, oh, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Oh je, oh je. Du hast es zu Wasser gelassen. Nun können wir beide an Bord klettern. Los geht's. Bereit zum Abtauchen? Was heißt denn nun wieder abtauchen? Das bedeutet, dass wir untertauchen. Yippie! Ein blauer, ein roter, ein grüner. Fahr nach rechts, schnell nach links. Wir müssen dem da hinterher. Nein, lieber dem. Oh, fahr darüber. Nein, bleib lieber hier, Louis. Hör mal, Joko, ich habe eine klasse Idee. Was hältst du davon, wenn ich dir dein eigenes U-Boot male? Was würdest du für mich tun? Aber natürlich. Um ein U-Boot zu malen, fangt ihr mit dem Schiffskörper an. Dafür malt ihr ein großes Oval. Und damit ihr die schönen Fische auch seht, malt ihr zwei Bullaugen. Richtig schön rund. Für die Einstiegsluke malt ihr auf den Schiffskörper einen Halbkreis. Und dann malt ihr ein Rechteck für das Steuerruder. Jetzt fehlt nur noch der Propeller, der das Boot antreibt. Dafür malt ihr hinten am Schiffskörper einen Kreis und links und rechts davon zwei kleine Ovale. Jetzt könnt ihr es ausmalen, wie es euch gefällt. Hallo! Wer hat sich nur all die Farben ausgedacht?
Oh, guck mal, Joko, da schwimmt ein Delfin. Und ein Oktopus. Bunte Papageienfische. Ein Riesenbarsch. Na klasse, Louis. Du kennst ja alle Fischnamen. Hey, ich kenne mich mit Fischen auch gut aus. Also, es gibt blaue Fische und es gibt grüne Fische und gelbe Fische, rote Fische, gekringelte Fische, Fische mit vier Beinen. Oh, und welche mit ganz langen Beinen. Oh, und riesige Fische. Falls ihr nun Lust bekommen habt, ein U-Boot zu malen, damit ihr auch alle Fische sehen könnt, dann viel Spaß. Also, bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Bis bald, Joko. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Was macht ihr da? Oh, hallo, liebe Freunde. Wie geht's? Oh, wir bauen gerade eine riesige Sandburg. Deshalb buddeln wir. Was ist das? Eine Schatztruhe! Yippie! Vielleicht ist da ein Schatz drin. Dummerweise geht sie aber nicht auf. Warte, Joko. Ich krieg sie auch nicht auf. Oh, wie schade. Ich habe eine Idee. Ich kenne da jemanden, der uns helfen kann, das Seil durchzuschneiden. Und wer ist das? Es ist ein Tier, das auf dem Meeresboden lebt und scharfe Scheren hat. Lauf nicht weg, Joko. Ich bin gleich zurück. Also, ein Tier, das scharfe Scheren hat und auf dem Meeresboden lebt. Wer mag das wohl sein, hm? Das ist ein Krebs, Joko! Ihr habt recht, es ist ein Krebs. Ich bin wieder da. Louis, ich weiß, was du gleich malen wirst. Ein Krebs! Bravo, Joko! Um einen Krebs zu malen, fange ich mit einer langen, abgerundeten Linie an, die mit einem Halbkreis abschließt. Das ist sein Panzer. Genau wie meine! Als nächstes male ich die Augen. Zwei Kreise, mit zwei kleinen Punkten darin. Und zwischen die Augen kommen zwei Striche. Das sind seine Fühler. Oh, die Fühler sehen fast wie meine aus. Und jetzt seine Beine. Der Krebs hat nämlich vier Paar davon. Vier Paar? Vier mal zwei, das heißt, er hat zusammen acht Beine. Ganz genau. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Und wo hat er seine Scheren versteckt? Na vorn. Ich mal zuerst ein kleines Rechteck, dann eine große Sichel und eine kleinere Sichel. Ich helfe dir, okay? Gut so? Ja, ganz genau. Jetzt müssen wir den Krebs nur noch... ausmalen! Und fertig. Wenn ihr erlaubt, mein Name ist Albert, der Krebs der Tiefsee. Hallo, Albert. Könntest du uns helfen, die Truhe zu öffnen? Aber natürlich. Ich kann mit meinen gewaltigen Scheren die größten Muscheln knacken. Deswegen dürfte das wohl kein Problem sein. Und du kannst wirklich Muscheln knacken? Klar. Und ich kann sogar 200 Meter auf den Meeresgrund abtauchen, lieber Freund. Aber am liebsten spiele ich doch Verstecken, wenn du mich fragst. Darin bin ich so gut wie unschlagbar. Wo hat er sich verkrochen? Ta, ta, ta. Oh. Ich hab dich. Das war nur ein kleiner Test. Ich versuche es gleich nochmal. Aber wo ist er denn hin? Wer soll denn jetzt unsere Truhe öffnen? Um einen Krebs zu malen, fange ich mit einer langen, abgerundeten Linie an, die mit einem Halbkreis abschließt. Das ist der Panzer vom Krebs. Als nächstes kommen die Augen. Zwei Kreise mit zwei kleinen Punkten darin.
Und zwischen den Augen malt ihr zwei Striche für die Fühler. Wie bei mir. An die Seiten des Panzers male ich die Beine. 4 auf der rechten und 4 auf der linken Seite. Und jetzt könnt ihr seine Scheren malen. Für die Scheren male ich zuerst ein kleines Rechteck, dann eine große Sichel und eine kleinere Sichel. Und vergesst nicht, die andere Schere zu malen. Danach könnt ihr den Krebs ausmalen, wie es euch gefällt. Zwick, zwack. Hallo, mein Name ist Homer, der Krebs der Tiefsee. Könntest du uns helfen, die Truhe zu öffnen? Was ist denn da drin? Wir wissen es nicht, deshalb möchten wir, dass du sie öffnest. Einmal schnippschnapp. Yippie! Oh, Albert. Ticke, ticke, tick, tick, cha, cha, cha. Ich glaube, ich weiß, wie er das gemacht hat. Wir haben dich gefunden. Wer ist denn nun der beste Versteckspieler von uns? Okay, ich bin ein guter Verlierer. Immer gewesen. Nichts für ungut. Möchtet ihr uns dabei helfen, eine Sandburg zu bauen? Oh ja, gerne! Im Sandburgen bauen sind wir die Besten! Cha-cha-cha, cha-cha-cha, huhu! Tja, und wenn ihr jetzt auch einen Krebs malen wollt, dann viel Spaß dabei! Also bis bald, liebe Freunde! Bis bald, Louis! Bis bald, Joko! Gleich wird der Turm von meiner Sandburg fertig sein. Schön. Und mit dem Windrad hier wird sie noch sehr viel hübscher aussehen. Ja, nicht schlecht, Louis. Oh, mein Hut. Haltet ihn. Stürmisch heute. Joko, was kann man spielen, wenn es so windig ist? Oh, naja, wir könnten in unserer Stube bleiben, da weht kein Lüftchen. Wir könnten uns auch eine heiße Tasse Schokolade machen. Ich weiß was Besseres. Wie wär's, wenn wir uns vom Wind treiben lassen? Oh, ja, ja! Na wunderbar, kommt, es geht los! Hurra! Vom Wind treiben lassen? Da möchte ich schon sehen, wie das gehen soll. Ja? So. Was hast du denn vor, Louis? Na was schon, ich werde uns ein Boot malen. Yippie. Es ist ein Boot, das angetrieben wird von, na? Also, so viel steht fest. Dass sich Boote nicht von alleine bewegen. Die haben nämlich keine Beine. Hab ich recht, Freunde? Ja, genau. Das stimmt. Aber mein Boot wird vom Wind angetrieben, weil es ein Boot mit Segeln ist. Ich zeig's euch. Ich ziehe jetzt einen Strich für den unteren Teil des Rumpfes. Und hier auch einen Schrägstrich. Genau so. Und jetzt? Das ist der Rumpf. Das Wichtigste. Und jetzt kommt das, was genauso wichtig ist, der Mast. Joko, könntest du den Mast verlängern? Flieg damit nach oben. Kein Problem, Captain Louis. So richtig, ja? Wunderbar. Und wozu ist der Mast? An irgendwas müssen doch die Segel hängen. Verstehe, aber wo sind die Segel? Ich sehe keine. Lass nur, das erfährst du noch früh genug, weil du mir nämlich helfen wirst, sie zu malen. Ich? Aber ich weiß nicht, wie man Segel malt. Das geht ganz einfach. Mach dir mal keine Gedanken. Ich male einfach einen Strich gerade rüber bis zur Rückseite. Das ist das Heck. Und du, Joko, du malst mit dem Stift einen Strich rauf zur Spitze des Mastes. Jawohl, Herr Kapitän. Richtig so? Na, fabelhaft.
Und jetzt malen wir gleich das zweite vordere Segel. Dafür ziehe ich den Strich von hinten zur Vorderseite des Bootes. Verstehst du? Und wofür ist das? Das zweite Segel. Dann mal los! Na, zufrieden, ja? Einwandfrei. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch... ausmalen! Ah, die schlauen Freunde. Komm nur, komm, es geht los, Joko. Hau ruck, hau ruck. Los geht's, Louis. Auf geht's, Joko. Das ist schon ziemlich dumm. Dass Boote keine Beine haben. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ach was, Louis, meine Handschuhe. Du schaffst das, wirst sehen, Louis. Oh, was ist denn jetzt los? Yippie, gut gemacht, Joko. Habt ihr gesehen, wie stark ich bin? Ja, klar. Dann, Matrose Joko, Schiff ahoi. Wir bewegen uns gar nicht von der Stelle. Warum? Weil dummerweise kein Wind wehen will. Darum. Oh nein! Warte, ich versuch was. Na, gute Nacht. Yippie! Der Wind hat sich's überlegt, Freunde. Dafür bin ich jetzt aber Kapitän. Schiff ahoi! Um ein Boot zu malen, fangt ihr mit dem Rumpf an. Einen Strich für den unteren Teil des Rumpfes, einer drüber und zwei Schrägstriche, die alles verbinden. Dann kommt ein Mast dran und die Segel. Zwei Dreiecke. Eins vorne und eins hinten. So, und jetzt? Tja, jetzt muss es nur noch ausgemalt werden. Und dann vergesst nicht, euer Boot ins Wasser zu schieben. Gute Reise! Und wir sehen uns bald wieder. Also dann, mach's gut, Louis. Mach's gut, Joko. Das nächste Boot könnte mit diesen Felsen zusammenstoßen. Oh, du hast recht, Louis. Aber was kann man da tun? Ganz einfach. Wir müssen die vorbeikommenden Schiffe warnen. Louis, wir können doch hier nicht eine Ewigkeit stehen bleiben und die anderen Schiffe warnen, indem wir mit den Armen rumfuchteln. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Schiffe zu warnen. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich zurück. Ich habe auch eine Idee. Ich schieb den Felsen einfach beiseite. Dann muss sich keiner mehr Sorgen machen. Bin ich nicht schlau? Sehr schlau, Joko. Verschwende deine Kräfte nicht unnötig. Ich habe eine bessere Idee. Ich male einfach einen Leuchtturm. Ach, und du meinst, der Leuchtturm kann den Felsen beiseite schieben? Nein, nein, Joko.
Es ist anders, als du denkst. Es ist ein hoher Turm. Und oben brennt ein helles Licht und lenkt die Schiffe an den Felsen vorbei. Yippie! Und wie sieht dein Turm aus? Abwarten. Wenn ich einen Leuchtturm malen will, beginne ich am besten mit einem hohen, runden Turm. Den würde ich gern malen. Darf ich, Louis, ja? Selbstverständlich. Achte nur darauf, dass der Turm nach oben hin immer schmaler wird. Dafür müssen zwei Linien aufeinander zulaufen. Okay. Und los geht's. Zoom. Und dann zoom. Und weiter? Sehr gut. Sei so freundlich und male auf die Spitze ein Trapez. Das ist ein Rechteck mit zwei schrägen Linien. Ein Rechteck mit einer schrägen und noch einer schrägen Linie. So etwa? Gut gemacht, Yoko. Du hast gerade den Balkon gemalt, damit wir später um die Turmspitze herumlaufen können. Und obendrauf kommt das Allerwichtigste, die Lampe. Ich male ein Rechteck, das man in zwei oder mehr Abschnitte aufteilen kann, wie man hier sehr gut erkennt. Über allem sitzt ein Dreieck als Dach, damit der Leuchtturmwärter bei Regen nicht nass wird. Gefällt es dir? Ja, sehr gut. Dann male ich quadratische Fenster in jedes Stockwerk. Dann brauchen wir noch eine Tür. Sagen wir ein Rechteck mit Torbogen, ja? Der kleine Kreis soll der Türknopf sein. Und jetzt, Freunde, müsst ihr ihn wie immer nur noch ausmalen! Ich male ihn rot an mit weißen Streifen, damit man ihn aus der Ferne auch gut erkennen kann. Ist das ein toller Leuchtturm? Den kann bestimmt jedes Schiff gut sehen. Das haben wir gut gemacht. Komm, Yoko, wir wollen ihn in Betrieb nehmen. Ist das schön? Hallo, Louis! Hallo, Yoko! Juhu! Ahoi, liebe Freunde! Ah, ahoi, Seemann! Pass auf die Felsen auf! Louis, das ist ja furchtbar. Die hören mich nicht. Ich werde sofort die Lampe einschalten. Hast du gesehen, Louis? Es hat funktioniert. Das Boot ist dem Felsen ausgewichen. Gut gemacht, Louis. Gut gemacht, Yoko. Sag mal, Louis, könnte ich auch einen Leuchtturm haben? Ja, klar, Yoko. Um einen Leuchtturm zu malen, fangt ihr mit dem Turm an. Das sind zwei Linien, die aufeinander zulaufen. Dann malt ihr den Balkon. Sieht aus wie ein Trapez. Das ist ein Rechteck mit zwei schrägen Linien. Und dann obendrauf das Allerwichtigste, die Lampe. Da malt ihr ein Rechteck, in der Mitte halbiert. Und über dem Rechteck malt ihr ein paar kleine Striche. Dort scheint das Licht raus, das die Schiffe lenkt. Das Dach ist ein Dreieck mit einem Kreis drauf. So etwa. Jetzt fehlen nur noch eine Tür und der Türknauf. Und die Fenster. Schon ist es wieder soweit. Jetzt könnt ihr ihn ausmalen, wie es euch gefällt. Ahoi, Louis! Hast du schon meinen Leuchtturm gesehen? Mach das Licht an, Yoko! Es funktioniert! Es funktioniert! Und wenn einer von euch gern einen Leuchtturm hätte, dann malt euch einen. Also bis bald, Freunde! Bis bald, Louis! Bis bald, Yoko!